Ja, schönen guten Abend und willkommen zum heutigen Webinar, der erfolgreiche Algo-Trader mit unserem Trading-Partner AlgoCamp und vertreten durch Herrn David Varney. Das ist heute der dritte Teil, aber auch gleichzeitig der letzte Teil der Webinarreihe Automatische Handelssysteme verstehen und profitabel nutzen. Wir hatten auch schon den vierten Teil, aber wir mussten aus gesundheitlichen Gründen den dritten Teil verschieben und das holen wir dann heute nach. Ich möchte für alle Teilnehmer, die heute neu dabei sind, aber auch die Zuschauer auf YouTube, dann kurz zeigen, wo sie die Informationen zu der Webinarreihe finden und auch die Aufzeichnungen der anderen Teile. Und zwar finden Sie das unter Training, Trading Partner und dann einmal runter zu AlgoCamp, dann hier auf den Link klicken und hier finden Sie dann alle Informationen plus Videos, die es dazu schon gibt. Ja, ich werde den Link auch kurz in den Chat kopieren, so dass dann das alle haben sollten. Und ansonsten habe ich heute nicht viel zu sagen. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Werde ich auch direkt übergeben an den David. Der sollte mich bereits hören können. Genau. Sehr gut. So, dann übertrage ich den Bildschirm. So, jetzt müssen alle meinen Bildschirm sehen. Ich sehe deinen Bildschirm, es scheint zu klappen, ich höre dich und dann würde ich sagen, ja, viel Spaß. Super, vielen Dank. Und auch von mir ein herzliches Hallo und willkommen zum dritten Webinar. Ja, die Reihenfolge ist etwas durcheinander geraten, wie ja schon erwähnt wurde. Aber das sollte eigentlich kein großes Problem heute sein. Es war der dritte Teil von vier Teilen. Die Teile bauen auch mehr oder weniger etwas aufeinander auf. Aber ich denke mal, das Thema werden trotzdem alle verstehen, auch die, die die ersten zwei Teile vielleicht nicht mitgenommen haben. Oder schon alle Teile gesehen haben. Das sollte jetzt kein Rückschritt sein vom Inhalt her. Ja, das heutige Thema lautet, oder das Webinar lautet, der erfolgreiche Algo-Trader. Klingt vom Titel eigentlich ganz interessant. Der Hauptgrund für diesen Teil vom Webinar ist eigentlich, dass wir euch oder Ihnen unsere Erfahrungsberichte auch ein bisschen näher bringen möchten, die wir mit AlgoCamp gemacht haben. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Trader dabei geholfen, ihre Systeme zu automatisieren, beziehungsweise haben einigen Tradern auch das Algo-Trading an sich näher gebracht und haben dabei natürlich ziemlich viele Erfahrungen gesammelt, die gerade für neue Trader auf dem Gebiet Algo-Trading ziemlich interessant und auch hilfreich sind. Nur als kleinen Ausschnitt, was wir so für Erlebnisse haben. Wir haben einige Trader, die kommen halt zu uns und haben eine fertige Strategie, die wirklich profitabel ist. Sie ist ganz gut durchdacht, sie ist ganz genau definiert und die Trader sagen dann halt zu uns, hey, entwickelt mir das mal bitte, ich möchte wirklich voll automatisiert handeln. Das machen wir, testen das, liefern das aus, dokumentieren das und dann liegt das letztendlich beim Trader auf dem Server, es handelt und wir wissen ganz genau, auch durch den Backtest, dass die Strategie an sich profitabel ist. Aber dennoch verlieren solche Leute leider sehr oft das Geld. Sprich, sie haben eine erfolgreiche Strategie, es funktioniert fehlerfrei technisch, aber es scheitert letztendlich am Trader, dass sie dennoch kein Geld verdienen, sondern sogar auch noch Geld verlieren. Das ist so ein bisschen der Hintergrund hinter diesem Webinar, weswegen ich Ihnen heute ein bisschen genauer darstellen möchte, was eigentlich die Herausforderungen sind. Also was sind überhaupt die Herausforderungen für den Algo-Trader im Alltag? Man hört zwar immer, ja, es ist Trading völlig ohne Emotionen und man muss ja gar nichts machen. Sieht in der Realität etwas anders aus, nicht komplett schlimm, aber man muss einfach nur die Realität mal kennen. Der zweite wichtige Punkt, um erfolgreich mit Algo-Trading
System zu werden, ist die Kontrolle oder besser gesagt das Bewusstsein über die Kontrolle. Welche Kontrollen haben wir, wo geben wir Kontrolle ab und so weiter. Der dritte Punkt ist dann die Portfolio an Strategien. Das ist ein Thema, was so, ich sag mal, in den meisten Webinaren oder Fachzeitschriften oder Seminaren ein Thema ist, das nicht so oft angesprochen wird. Kurzer Einschnitt. Nicht viele Trader nutzen ein automatisiertes System und wenn, dann nutzen sie in der Regel nur eins. Nur eins ist auch nur auf einen Währungspaar oder ein anderes Asset funktioniert, aber sie haben kein wirkliches Portfolio. Eigentlich ein ganz großer Punkt, wo man ziemlich viel Potenzial auch liegen lässt. Aber da kommen wir später auf jeden Fall nochmal genauer zu. Der letzte Punkt ist dann der Blick über den Tellerrand. Das passt auch so ein bisschen dazu, dass das heute das letzte Webinar ist. Da möchte ich einfach nochmal einen kleinen Einblick geben, was gibt es überhaupt noch so über dem, was wir vielleicht kennen. Die meisten denken jetzt vielleicht an eine Expert-Advisor für den MetaTrader 4, um Halbierung zu handeln. Aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt noch viel mehr Assets, noch viel mehr Systeme, wie zum Beispiel der Ninja Trader oder der Agena Trader und so weiter. Genau, beginnen wir erstmal mit den Herausforderungen. Ich hatte das Beispiel hier eben schon genannt, was wir leider sehr oft gemacht haben, weil die Erfahrung, die wir sehr oft gemacht haben, ist, dass Leute oder dass wir auch Leute fertige Handelssysteme an die Hand geben, wie zum Beispiel den FX-Lunch von uns, wo wir wirklich wissen, er ist profitabel, er ist technisch sauber, er funktioniert, aber die Psyche des Traders macht einem dann einen großen Strich durch die Rechnung. Um das Beispiel nochmal etwas konkreter anzugeben, der besagte Trader hatte dann halt irgendwann ein System von uns am Laufen, hat es vom Kapital her ziemlich hoch handeln lassen. Also prozentual war das weit weg von den Empfehlungen, die oder von den Beispielen aus den Bilderbüchern, wenn ich das mal so sagen kann, ziemlich hohes Risiko gefahren. Einen Trade gemacht, der erste Trade, der ging im Gewinn auf, den zweiten Trade gemacht, der war im Verlust. Der dritte Trade wurde vorzeitig abgebrochen und dann hat er das System sofort ausgemacht. Das ist einfach ein Todesurteil für ein System schlechthin. Wir sind da auch nicht recht kühl bei der Sache. Wir haben dann halt auch die Zeit danach noch mitverfolgt und standen auch noch in Kontakt mit dem Trader. Und dabei hat sich halt einfach auch herausgestellt, in den Wochen danach oder auch in den Monaten danach, hat er ziemlich viel Geld liegen lassen. Was hat er dann gemacht? Hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat und hat dann das Handelssystem wieder aktiviert. Wie soll es auch anders sein? Der erste Trade war natürlich ein Verlust-Trade und dann hat er es letztendlich komplett sein gelassen. Ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass ein profitables Handelssystem an sich oder eine Strategie an sich nichts wert ist, wenn der Trader sich nicht selbst unter Kontrolle hat beziehungsweise seine Psyche nicht wirklich unter Kontrolle hat. Ich denke mal, das kennen die meisten von Ihnen auch vom manuellen Trading. Wenn die Verluste zu groß werden, neigt man eventuell dazu, die Size zu erhöhen. Sobald die ersten Gewinne da sind, möchte man lieber die kleinen Gewinne mitnehmen, anstatt die Position wieder in den Verlust laufen zu lassen. Das alles hat man natürlich auch beim Algo-Trading. Nur in einem gewissen oder in einem anderen Ausmaß als beim manuellen Trading. Der manuelle Eingriff ist auch ein ziemlich großer Punkt, der von vielen unterschätzt wird. Ein automatisches Handelssystem hat natürlich gewisse Voraussetzungen oder basiert auf einer gewissen Grundlage, weshalb es profitabel ist. Das heißt, ich kann natürlich sagen, okay, ich nutze mir jetzt irgendein automatisches Handelssystem. Ich weiß, das macht durchschnittlich pro Trade 200 Euro. Und der größte Verlust wird eventuell 100 Euro sein. Ansonsten sind die Gewinne immer weitaus größer. Und unterm Schnitt haben wir halt natürlich unsere Gewinne pro Trade. So, die Verluste lasse ich laufen, aber sobald die Gewinne im Plus sind, einige Pips, schließe ich die Position sofort. Weil ich mir denke, okay, lieber ein paar Gewinne, das reicht mir auch. Was wir dabei aber oft komplett unterschätzen, ist, dass wir damit unseren Durchschnitt einfach zerstören und das ganze Handelssystem an sich zerstören, was halt einfach darauf basiert, dass die Gewinne in diesem Beispiel viel, viel größer sind als die einzelnen Verluste.
daran denkt man oft im ersten Moment gar nicht. Man sieht halt nur die Gewinne, die temporär oder kurzfristig da sind, aber man vergisst völlig, dass man langfristig das ganze System einfach zerschießt. Da kommen wir auch ganz gut zum zweiten Punkt, das ist einfach das Money Management. Ich denke mal, es hilft den meisten, wenn ich einfach bei ein paar Beispielen aus der Realität bleibe. Wenn ich also ein automatisches Handelssystem habe, ich weiß, über die letzten 10 Jahre macht es mir durchschnittlich im Jahr 30% und der maximale Drawdown liegt bei 10%. Vom Verhältnis her eigentlich okay. Ich öffne ein Konto, packe 1.000 Euro rauf. Ich weiß ganz genau, dass das System durchaus mal 10% von meinem Kapital verlieren kann. Also in dem Beispiel bei 1.000 Euro, wenn ich eine ordentliche Position fahre, dann verliere ich maximal 100 Euro davon. Maximal mit Sternchen. Es kann natürlich immer wieder vorkommen, dass wir eine schlechtere Zeit haben, dass eventuell noch Gebühren, Slippage hinzukommen oder irgendwelche anderen Faktoren. So, wir wissen also, okay, 100 Euro muss ich verlieren können, das muss ich aussitzen können. Dann rechnen wir es natürlich schon mal etwas höher, oder was sehr viele machen. Die sagen sich dann, na gut, 100 Euro von 1.000 Euro ist ja nichts. Ich nehme einfach das 6- oder 7-fache Volumen. Und dann geht das Handeln los. Der maximale Drawdown kommt, wir sind 600 bis 700 Euro von unserem Kapital los und beenden dann das Trading. Wir beenden dann das, oder nur aus dem Grund das Trading, weil das Kapital, was wir verloren haben, einfach zu groß wurde für uns. Was ich damit ansprechen möchte, diese Kennzahl, der maximale Drawdown, der ist enorm wichtig. Wir sollten uns immer im Vorfeld fragen, halte ich den überhaupt aus? Schaffe ich es, einen maximalen Drawdown von X% für mein Konto auszuhalten? Der dritte Punkt, die Ausdauer, kommt eigentlich so oder passt eigentlich zu den zwei Punkten von davor. Wir haben auch beim manuellen Trading oft die Gewohnheit oder den Zwang, etwas zu machen. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir uns an den Rechner setzen. Wir sehen eigentlich keine Setup, wir haben nichts zum Traden, aber wir haben innerlich so den Zwang, danach unbedingt was zu machen. Obwohl eigentlich gar nichts da ist. Das ist das berühmte Langeweile-Trading. Wir suchen irgendwas, was wir handeln können, damit wir uns besser fühlen und auch am Ende des Tages sagen können, wir haben was gemacht. David? Ist eigentlich. Ja? Entschuldige, dass ich kurz unterbreche, aber es gibt hier ein paar Feedbacks bezüglich des Tons. Eventuell das Mikro mal ein bisschen näher an den Mund. Wird ein bisschen, es halt etwas. Ah, okay. Habe ich nicht gelesen. Danke dafür. Ja, gern. Genau, also der Punkt Ausdauer. Den haben wir natürlich auch beim Algo-Trading. Wenn wir da wir denken natürlich im ersten Moment, dass wir nicht den Zwang haben, etwas machen zu müssen. Aber wenn wir dann ein System haben, was eventuell einmal oder zweimal im Monat handelt, dann müssen wir uns dem natürlich auch bewusst sein. Wenn das System Anfang des Monats eine Position eingegangen ist und schließt sie eventuell nach 1,5, 2 Wochen, dann müssen wir auch die Beine stillhalten und dem System vertrauen, dass es weiß, wann es wieder was machen muss. Und wir sollten dann nicht agieren und anfangen zu sagen, das System handelt nicht so viel, ich stelle jetzt eine Einstellung rum, es soll einfach was machen. Das ist halt die Ausdauer. Die haben wir beim manuellen Trading und natürlich auch beim Algo-Trading. Der letzte Punkt ist die Überoptimierung oder auch Curve-Fitting genannt. So kennen es, denke ich mal, die meisten. Was ist damit gemeint? Wir haben ein Handelssystem, das ist profitabel und es läuft auch schon live seit einigen Monaten oder Jahren und wir verdienen damit Geld. Und irgendwann möchten wir halt optimieren. Wir probieren halt rum, okay, ich habe aktuell einen Stopp von 130 Pips. Wie wäre es denn, wenn ich 131 Pips nehme oder 132 oder wenn ich die Tiefen der Indikatoren leicht anpasse, um 1, 2 Punkte oder, so Feinheiten. Da haben wir oft das Problem, dass wir einfach eine Überoptimierung generieren. Das bedeutet, wir haben halt einen historischen Markt, mit dem wir unsere Systeme testen. Und dabei machen wir oft den Fehler, dass wir das System nicht an den Markt anpassen,
sondern eher den Markt an unser System anpassen. Wenn ich einen Zeitraum habe, wo ich genau weiß, wie der Markt läuft, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann ein System mir so hinbiege, dass es genau für diesen Zeitraum profitabel ist. Das könnte ich zum Beispiel durch Faktoren oder durch Filter umsetzen, indem ich sage, das System soll halt nur handeln, wenn die ATR kleiner als 10 ist und auch nur am Montag, wenn die Sonne scheint und am besten auch nur von 10 bis 11:30 Uhr. Irgendwann haben wir halt einfach ein profitables System, aber das Problem dabei ist, dass es extrem empfindlich ist für extreme Märkte. Solche Ereignisse kommen immer vor, irgendwelche politischen Ereignisse, Anschläge, Notenbanken, die irgendwelche Versprechen nicht einhalten. In solchen Momenten haben wir dann ganz große Probleme, weil das System einfach zu empfindlich ist. Das System kennt diesen harten Markt nicht da draußen, sondern es kennt nur die Stücke, die wir ihm damals zur Verfügung gestellt haben. Genau, die Kontrolle. Eigentlich auch immer oft so ein Kritikpunkt von vielen, die das Algo-Trading das erste Mal kennenlernen und davon hören, ist die Kontrolle, die sie abgeben. Sie geben halt ihr Kapital, was sie auf dem Konto haben, ein System, was sie vielleicht nicht genau verstehen, weil die Programmierung an sich komplex ist oder weil sie nicht genau verstehen, wie Handelslogik dahinter ist. Dann sagen immer viele ganz gerne, okay, ich habe ja gar keine Kontrolle darüber. Woher soll ich wissen, was das Tool macht? Was passiert, wenn ich abends schlafen gehe, stehe am nächsten Morgen auf und ist mein ganzes Geld weg? Ganz klar, in einem gewissen Rahmen geben wir schon die Kontrolle ab. Wir vertrauen halt dem System und überlassen ihm völlig die Entscheidung über alles, über wann eine Position eingegangen wird, wann sie geschlossen wird und. Das bedeutet natürlich nicht im Umkehrschluss, dass wir jetzt den ganzen Tag immer raufgucken müssen. Wenn wir also jetzt auf Arbeit sind, wenn wir schlafen oder einfach unsere Freizeit genießen, dann müssen wir nicht jederzeit das Notebook dabei haben oder das Smartphone in der Hand mit der MetaTrader-App, um zu sehen, was gerade los ist. Wir haben hier einige Möglichkeiten, auch gerade im MetaTrader, dass wir uns einfach aktiv benachrichtigen lassen. Wir können uns also eine E-Mail schreiben lassen, eine Push-Nachricht schicken lassen, wenn gewisse Ereignisse eintreten, wie zum Beispiel ein Trade mit Verlust geschlossen wurde, eine Order eröffnet wurde oder eine Position eröffnet wurde und so weiter. Wir geben natürlich eine gewisse Kontrolle ab, aber wir haben auch wiederum eine gewisse, ich sag mal, passive Kontrolle über das Ganze. Im Endeffekt liegt es auch immer in unserer Hand, dass wir sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das System oder ich mache jetzt Urlaub und möchte eigentlich meine ganzen Konten auf Null schieben, können wir natürlich auch jederzeit sagen, lieber Algo, jetzt ist Schluss. Die Kontrolle haben wir also. Eine ganz wichtige Kontrolle, die hatte ich glaube auch schon beim letzten Webinar erwähnt, ist der Vergleich von Backtest zum Live-Trading. Ist für alle interessant, sowohl für die, die eigene Handelssysteme entwickeln und aber auch für die, die sich fertige Handelssysteme gekauft haben oder kostenlos so runtergeladen haben, ist folgender. Im Backtest sehen wir eigentlich immer oft auch auf vielen EA-Seiten ganz schöne Ergebnisse. Die Performance-Kurven laufen von unten links nach oben rechts und wir haben eine überdurchschnittliche oder unglaubliche Rendite. Dann lassen wir das System laufen und im Live-Trading könnte es durchaus passieren, dass das System einfach anders handelt. Also wir handeln eine Woche live und haben vielleicht ein Ergebnis von minus 300 Euro mit einem Volumen von einem Lot. Dann backtesten wir diesen Zeitraum und haben aber einen Gewinn von plus 800 Euro mit dem gleichen Volumen. Soll so nicht sein. In dem Moment sollte man auf jeden Fall ganz genau hingucken, wo da die Probleme sind. Entweder wurde bei der Programmierung etwas unsauber gearbeitet oder einige Fehler haben sich eingeschlichen. Oder im Live-Trading gibt es einige Probleme. Beispielsweise die Orders werden nicht korrekt übermittelt oder die Kursversorgung ist nicht stabil. Das ist ein Punkt, der enorm wichtig ist beim Algo-Trading. Wir müssen also immer die Kontrolle darüber haben oder immer den Überblick, was gerade live passiert und ob das, was live passiert, wirklich richtig ist. Denn sonst bringt uns am Backtest halt nichts. Backtest ist eigentlich dafür da,
damit wir wissen, wie ein Markt eventuell in der Zukunft laufen wird oder was uns erwartet in der Zukunft. Genau, die Eingriffsmöglichkeiten hatte ich ja eben schon erwähnt. Es kann natürlich durchaus sein, dass zu Hause das Internet ausfällt, dass der Broker nicht mehr zu erreichen ist, dass der Server ausgefallen ist, wo unser Handelssystem läuft. Es klingt im ersten Moment immer so kritisch oder so dramatisch, aber gerade heute in der Zeit von Smartphones und Tablets haben wir eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, um jederzeit dennoch einzugreifen. Wenn also zu Hause der Computer abgestürzt ist und wir nicht mehr gucken können, was die Positionen machen, haben wir natürlich einfach noch die Möglichkeit, über das Smartphone oder über das Tablet und über die App zu sehen, was ist gerade auf dem Konto los. Gleiches ist natürlich anders wiederum, wenn der Broker plötzlich nicht mehr zu erreichen ist, dann können wir natürlich auch einfach unseren EA ausschalten und warten, bis das Problem behoben ist. Genau, der spannende Punkt oder mein Lieblingspunkt ist die Portfoliostrategie oder ein Portfolio an verschiedenen Strategien. Was ist damit gemeint? Das Thema an sich ist schon wirklich komplex, überhaupt Algo-Trading. Und wenn man schon den Fuß wagt in die Schiene und irgendein automatisches Handelssystem hat, dann wird man, denke ich, höchstwahrscheinlich nur ein System am Laufen haben. Was schon mal ziemlich viel ist, weil der Weg dahin ist oft ja, zeitintensiv, aufwendig, komplex und eventuell auch relativ teuer. Was wir dabei aber vergessen, ist ein ganz großer Vorteil oder ein Vorteil, den wir auch oft liegen lassen, ist einfach der, dass wir mit einem Portfolio an Strategien einen extrem großen Vorteil haben gegenüber Einzelsystem-Tradern, sage ich mal. Wieso haben wir einen großen Vorteil? Mit nur einem System, nehmen wir einfach ein Trendfolgesystem für den DAX, sind wir halt natürlich extrem abhängig von dem Markt an sich und wir haben auch eine relativ hohe Volatilität in unserem Konto. Das heißt, wenn der DAX einfach gerade mal mit unserem Trendfolgesystem Ping-Pong spielt, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir ein paar Wochen, Tage oder Monate keinen wirklichen Gewinn erzielen. Vielleicht gerade in Trends reingehen und dann dreht sich der DAX wieder um, Verlust geschlossen, dann denken wir, wir haben den nächsten Trend erkannt, die Position wird auch wieder geschlossen und so weiter. Wir haben halt hier einfach eine große Abhängigkeit. Es kann natürlich auch andersrum sein, es kann natürlich auch sein, dass der DAX gerade in einer Phase ist, der Bilderbuch-Trends ausbildet und wir einen Trend nach dem anderen handeln und keine Verluste generieren. Das spiegelt aber schon mal wieder, dass wir einfach eine hohe Wohle haben. Und ich denke mal, die meisten von uns wollen eigentlich keine hohe Volatilität im Konto haben. Sprich, sie wollen nicht heute 800 Euro gewinnen, morgen 500 verlieren, übermorgen 200 gewinnen und dann wieder 1000 verlieren, auch wenn unterm Strich ein Gewinn rauskommt. Aber so der konstante, gleichmäßige Gewinn bzw. Verlust ist schon enorm wichtig, besonders dann, wenn wir von unseren Trading-Einnahmen auch leben wollen. Das zum einen und zum anderen ist es auch eine psychische Sache. Es ist einfach angenehmer, wenn wir einen gewissen Dämpfer haben, sowohl nach oben als auch nach unten. Das geht natürlich nur in beide Richtungen. Wir können halt nicht sagen, ja, Verluste möchte ich natürlich begrenzen, aber die Gewinne lasse ich dann schön laufen. Das geht natürlich nicht. Was machen wir dagegen? Wir können uns dagegen oder dafür halt ein Portfolio an Strategien ausbilden mit verschiedenen Algos, verschiedenen Zeitintervallen, verschiedenen Assets. Was ist damit gemeint? Ich habe also nicht nur mein DAX-System, was die großen Trends handelt, auf beispielsweise Tages-Candles oder 4-Stunden-Candles, sondern ich habe noch weitere Strategien, die möglichst nicht miteinander korrelieren. Zum Beispiel könnte ich jetzt noch ein zweites System entwickeln, was den DAX auf 15-Minuten-Basis handelt. Und zwar nicht dort die Trends, sondern vielleicht einfach Chartformationen. Dann baue ich mir noch ein drittes System auf, was auf 1-Stunden-Candles guckt und zwar auch dann immer Kontratrend handelt. Dann haben wir also schon mal drei Systeme, die zwar momentan noch ein Asset handeln, das gleiche Asset. Dafür sind wir aber mehr oder weniger für alle Situationen
vorbereitet oder wir verdienen oder handeln mehr oder weniger immer unabhängig davon, wie sich der Markt bewegt. Haben wir halt große Trends, dann springt die Trendfolge an. Gleichzeitig macht natürlich das kleine Kontratrendsystem vielleicht einen Verlust. Und dann haben wir noch ein drittes System, was dann wiederum vielleicht kleine Guides mitnimmt. Wir haben also drei Systeme. Die drei Systeme sind eigentlich immer darauf vorbereitet, dass eine gewisse Situation im Markt vorkommt. Was ist das Ergebnis von diesen drei Systemen? Klar, wir haben keine 800-Plus-Tage mehr oder keine 1.000-Euro-Plus-Tage mehr, aber dafür haben wir auch keine minus 700, minus 1.000, minus 800-Tage mehr, weil wir ein gewisses, einfach einen gewissen Dämpfer aufgebaut haben. Macht das eine System Verluste, kommt das andere System zum Tragen, was wiederum Gewinne macht. Das Ganze ist natürlich auch nur die Anfangsphase eines Portfolios. Das Ganze müssen wir natürlich auch noch mit weiteren Assets ausbauen. Also wenn der DAX, wenn beispielsweise die Börse für den DAX geschlossen hat, weil irgendwas vorliegt, dann hätten wir keine Trades mehr, keine Einnahmen mehr. Wir müssen also auch für den Fall noch weitere Assets handeln, möglichst nicht nur Indizes, sondern ein Portfolio an Aktien, deutsche, amerikanische, kanadische, an Währung, an verschiedenen Indizes und so weiter. Also Sie sollten sowohl von den Strategien an sich, von den Zeitfenstern und von den Assets möglichst viele nicht miteinander korrelierende Parts mit einbauen. Es bringt uns natürlich nichts, wenn wir ein Trendfolgesystem oder fünf Trendfolgesysteme haben, die jeweils auf den DAX gucken, aber nur verschiedene Zeitfenster haben. Oder es bringt uns auch nichts, wenn wir Trendfolgesysteme haben für den Euro-Stocks und für den DAX, die beide auf 4 Stunden gucken. Also die korrelieren halt miteinander. Deswegen ist es sinnvoller, nicht korrelierende Einheiten zu nutzen. Das ist natürlich auf jeden Fall schon die Königsklasse von dem Algo-Trading an sich. Ich denke mal, die erstmal nur ein System haben, die sind schon ziemlich weit. Aber wer das wirklich professionell angehen möchte oder auch davon leben möchte und sich auch viel mit aufbauen möchte, der kommt halt früher oder später nicht an Portfolios vorbei. Die Gründe habe ich eben soweit ganz gut aufgenannt. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist die mehr oder weniger die Broker Unabhängigkeit. Es kann natürlich immer mal sein, dass wenn in einer Situation ein Broker ausfällt, es irgendwelche Probleme da gibt, passiert so viel. Deswegen sollten wir natürlich auch die Systeme an sich möglichst bei verschiedenen Brokern laufen lassen. Genau, das erstmal zu der Königsklasse, zu den Portfolios an sich. Dann wagen wir mal den kleinen Blick über den Tellerrand, den großen Blick über den Tellerrand. Ich denke mal so Algo-Trading, die meisten, die das jetzt hören, denken erstmal wirklich an Expert-Advisor, die einfach nach gewissen Indikatoren handeln, Positionen öffnen und Positionen schließen. Für den Metatrader meist, es gibt natürlich noch viel, viel mehr in dem Bereich Algo-Trading an sich. Oder auch gewisse Punkte im Algo-Trading, die man noch ganz gut nutzen kann. Das eine zum Beispiel ist das Equity Curve Trading. Was ist damit gemeint? Klingt recht einfach. Es wirkt im ersten Moment auch zu einfach. Und zwar bedeutet das, dass wir unser Volumen und dass wir besser gesagt einen Chart bauen. Und in dem Chart packen wir halt unsere Gewinne und Verluste momentan. Dass wir unsere Performance betrachten und an der Performance halt auch Trends erkennen. Gehen wir nochmal zurück zum Backtest. Wir wissen, wir machen durchschnittlich im Monat 10%, haben maximal einen Drawdown von im Jahr 20% und wir gucken uns unsere aktuelle Performance-Kurve an. Wir sehen, wir haben momentan den 15. August und wir haben jetzt schon 17% verdient. Wir wissen, der Monat ist gerade mal zur Hälfte rum und wir haben schon fast das Doppelte von dem verdient, was wir eigentlich durchschnittlich im Monat machen. Was sollten wir also eigentlich jetzt machen? Ich denke mal, die meisten würden jetzt sagen, Volumen verdoppeln, Volumen verzehnfachen, läuft ja gut. Kann man machen. Wer sich ein bisschen mit den Zahlen auskennt, der wird sofort merken, dass das eigentlich genau das Falsche ist. Und zwar sollten wir hier in dem Moment nach dem Equity Curve Trading Ansatz eigentlich entweder das Trading
ausschalten oder das Volumen halt verringern. Wieso? Wieso aufhören, wenn es gut wird? Weil es einfach auf einer gewissen Statistik basiert. Wir wissen halt, durchschnittlich machen wir 10% im Monat. Was heißt Durchschnitt? Durchschnitt heißt, dass genau die Hälfte der Monate besser ist und die andere Hälfte der Monate schlechter ist. Und wenn wir momentan bei 17% sind und der Monat gerade mal zur Hälfte vorbei ist, dann muss früher oder später halt einfach ein schlechterer Zeitpunkt folgen, damit wir wieder den Durchschnitt kriegen von 10%. In dem Moment sind wir schon weitaus über den 10%. Das ist halt eine Sache davon, aber auch nur ganz kurz und knapp angeschnitten. Das Thema an sich ist noch weitaus komplexer, aber ich möchte Ihnen hier erstmal nur einen kleinen kurzen Einblick geben. Wer da natürlich Interesse daran hat oder wer das ganz spannend findet, einfach mal nach googeln. Es gibt noch viele interessante Artikel zu. Oder wenn Fragen dazu sind, auch einfach mal anschreiben. Da helfen wir auch noch gerne dazu. Genau. Außerdem MetaTrader gibt es in der Welt auch noch ganz andere tolle Trading-Tools. MetaTrader ist, denke ich mal, auch gerade bei den Neulingen im Trading-Bereich ziemlich beliebt. Ist inzwischen auch natürlich sehr stark, mächtig und gewachsen mit der Zeit. Auch gerade mit dem MetaTrader 5, wo die Entwicklung gerade immer beliebter wird und immer größer wird. Aber es gibt natürlich auch noch mehr als nur den MetaTrader. Es gibt natürlich auch jetzt bei FXFlat den Agena Trader, dann gibt es noch den Ninja Trader, es gibt viele andere kleinere Tools und es gibt natürlich auch individuelle Trading-Systeme, die man zum Beispiel wirklich komplett vom Grund auf neu aufbaut und neu programmiert, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Es macht meist dann Sinn, wenn man wirklich komplexe Systeme programmieren möchte, wie zum Beispiel wenn jetzt ein Hedgefonds kommt und möchte irgendwie 10 Millionen in ein Algo packen, dann kriegen die das natürlich intern nicht durch, dass sie das genehmigt bekommen, 10 Millionen auf dem MetaTrader-Konto zu packen und das Trading zu beginnen. Hat oft mit internen Richtlinien zu tun. Nicht, dass das System an sich zu instabil wäre, sondern es hängt einfach möglich mit Richtlinien intern zusammen, die halt besagen, dass sie das Geld nur Systemen anvertrauen, wo sie wirklich jede einzelne Funktion genau kennen, dokumentieren und so weiter. Sie hätten halt da auch einfach eine Abhängigkeit. Also würde der MetaTrader jetzt plötzlich von heute auf morgen abgeschaltet werden. Ob das technisch geht, weiß ich jetzt nicht. Aber rein theoretisch wäre dann dieser Hedgefonds halt vor dem Nichts. Das ist halt eine große Abhängigkeit. Und mit so einem individuellen System, was wirklich komplett selbst programmiert wird, in irgendeiner Sprache, C++, Java oder ähnliches, ist halt diese Abhängigkeit nicht mehr da. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein ziemlich großer Aufwand. Wir müssen halt wirklich das Rad neu erfinden und fangen von der Steinzeit an und bauen halt ein System auf. Ist dann interessant, wenn man Handelssysteme fährt, die weit aus der Norm sind, beispielsweise Arbitrage-Systeme, um zum Beispiel Aktien in Deutschland zu kaufen und teurer in den Staaten zu verkaufen oder ähnliches. Da hat man zum Beispiel die Möglichkeit, sich an die TWS von Interactive Brokers oder auch von CapTrader zu hängen. Die TWS hat zum Beispiel solch eine Schnittstelle. Da kann man sich, glaube ich, auch mit Excel noch verbinden und auch mit Java, C++ und anderen Sprachen. Eine Möglichkeit. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt ist Studium von neuen Assets. Ich sage immer ganz gerne, trade niemals das, was du nicht kennst oder wo du die Eigenschaften eines Assets nicht kennst. Ich denke mal, beim DAX ist es einigermaßen allen klar. Macht um 8 Uhr auf, schließt um 22 Uhr der Future-Handel bzw. der CFD-Handel. Irgendwann kommt man auf die Idee, ja, ich könnte ja wirklich mal mehr handeln. Ich handle einfach noch Schweinehälften, Futures oder irgendwas Exotisches, was ganz interessant klingt, wo die Kurse sich bewegen. Aber es bringt uns wirklich nichts und wir werden auch selbst nicht damit glücklich, wenn wir die Eigenschaften des Assets nicht kennen. Was meine ich damit? Zum einen von der Logik her hat jedes Asset eine gewisse Eigenschaft, die wir mit der Zeit natürlich kennenlernen müssen. Ich denke mal, beim DAX kennen wir so die Eigenschaften. Oft recht nicht so volatil, macht starke Sprünge, ist gerne mal etwas zickig, ist halt ein kleiner, recht kleiner Markt. Und solche Eigenschaften gibt es halt auch wirklich in jedem anderen Markt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, dass wir
zum Beispiel die Öffnungszeiten eines Assets kennen müssen oder die Eigenschaften eines Assets. Es gibt einige Märkte oder einige Assets, die setzen zum Beispiel den Handel für gewisse Zeit aus, wenn die Volatilität zu hoch ist. Und wenn die Kurse zu stark steigen oder zu stark schwanken, dann gibt es oft einen Stopp im Handel. So, jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir haben halt ein Algo-Trading programmiert, was im Backtest ganz gut ist. Es läuft dann live und plötzlich ist der Markt zu. Und dann denken wir uns, oh je, jetzt habe ich hier 2-3 Monate ein System entwickelt und stelle jetzt fest, dass das nicht Schwankungen sind, die jetzt zur Mittagszeit ist, sondern dass es einfach nur Gaps sind zur Mittagspause. Und zwar zu Zeiten, wo der Markt zu ist. Deswegen ist es mal ganz wichtig, im Vorfeld genau zu gucken, wie viel Margin braucht ein Asset, wie wird es gehandelt, welche Sonderregelungen gibt es, wer darf es handeln, von wann bis wann wird es gehandelt und so weiter. Der letzte Punkt ist natürlich das Ausprobieren von den verschiedenen Handelsprodukten. So der Start ist immer ganz gerne mit DAX-CFDs oder mit Währung. Der Markt bietet an sich aber noch viel, viel weitaus mehrere Produkte an, um wirklich an der Börse zu handeln. Zum einen sind es CFDs, kennen die meisten, das sind Devisen-Spots, wir haben noch Futures, wir haben noch wirkliche Aktien, die wir handeln können. Dann gibt es natürlich auch noch binäre Optionen, wie sinnvoll das ist oder nicht. Das will ich jetzt nicht beurteilen. Es gibt auf jeden Fall auch da Strategien, die funktionieren. Es gibt einige eigentlich für jedes Handelsprodukt Strategien, auch für Zertifikate oder für Optionsscheine. Man muss halt auch hier, wie bei den Assets, nur die Produkte wirklich kennen. Gerade in dem Markt von Zertifikaten und Optionsscheinen ist die Überrechnung ziemlich kompliziert. Ich habe selbst Jahre dafür gebraucht, um die Produkte genau zu verstehen. Ja, auf jeden Fall nichts für Anfänger, aber wer Produkte nicht kennt oder wer nicht weiß, wie Produkte wirklich berechnet werden, der wird halt wirklich langfristig nicht glücklich damit. Also, wenn wir der Meinung sind, der DAX steigt und wir kaufen uns jetzt Optionsscheine auf den DAX und der DAX steigt um 1000 oder um 10%, besser gesagt, aber der Optionsschein gewinnt dann nur an 2% im Gewinn und wir fragen uns dann, hä, was habe ich denn hier falsch gemacht? Dann bin ich glücklich damit. Deswegen auch hier ganz wichtig, unbedingt alles, was man handelt, von den Produkten her oder von den Assets an sich, müssen wir wirklich verstehen, was wir handeln. Auch gerade beim Algo-Trading. Auch wenn wir nicht wirklich aktiv handeln, aber der Algo an sich, der weiß es halt auch nicht. Deswegen müssen wir es ihm schon beibringen. Wir müssen ihm schon sagen, von dann bis dann kannst du Signale generieren, dann hat der Markt zu. Oder wenn das und das passiert, zum Beispiel eine hohe Volatilität, dann darfst du. Genau. Jetzt sind wir erstmal mit der Präsentation so weit durch. Ich gucke mal die Fragenliste durch. Okay, also momentan sind noch keine Fragen. Wer Fragen hat, kann sie gerne stellen. Wir haben noch etwas oder noch ausreichend Zeit auf jeden Fall. Okay, da kommt auch schon die erste Frage und zwar lautet die, kann man mit dem FX-Launch auch andere Währungspaare als den Euro, US-Dollar handeln? Technisch ja, technisch kann er wirklich alles handeln. Ich glaube auch CFDs müsste er technisch sauber abbilden. Wir haben selbst aber noch nicht die verschiedenen Assets durchprobiert. Also wer den FX-Launch gekauft hat, kann natürlich selbst sämtliche Assets durchtesten. Oder auch etwas in Einstellungen spielen, um zu prüfen, ob der da profitabel ist. Aber wir haben momentan noch keine Einstellung oder noch keine Empfehlung für weitere Assets. Das steht schon seit einer recht langen Zeit auf unserer To-Do-Liste. Aber das sind wir noch nicht zugekommen, den FX-Launch-Stein geht auszubauen. Deswegen ist er momentan nur für den Euro-Dollar zu empfehlen.
Okay, da kam noch einmal die Frage, können Sie noch mal auf die sicherlich nützlichen Skripte in MQL4 eingehen, die Sie nutzen? Was genau ist damit gemeint? Also welche Skripte genau? Ansonsten in der Zeit, wenn der Teilnehmer das jetzt nochmal detailliert die Frage stellt, ist da die Frage, was ist besser, wenn man mehrere Systeme einsetzt, alle Sterne auf einem Konto oder für jedes System ein eigenes Unterkonto? Ach, alle Nicht Systeme, genau. nicht Sterne. Genau. Ja, ist eine ganz interessante Frage. Ich sag mal so, technisch ist es auf jeden Fall kein Problem, ich sag mal 20, 30 oder 100 Systeme auf einem Konto laufen zu lassen, wenn das Kapital da ist. Technisch kann zum Beispiel der MetaTrader das gut auseinanderhalten. Man kann ihm also sagen oder jeder Strategie beibringen, das sind deine Positionen, das sind deine Orders, damit jede Strategie genau weiß, was sie anfassen darf, was sie schließen darf, was sie öffnen darf und was nicht. Irgendwann kommt man allerdings natürlich in eine Problematik bei der Übersicht. Wenn wir also beispielsweise technische Probleme haben und den MetaTrader neu starten müssen, ist es natürlich ein bisschen schwer, die ganzen Positionen dazu zu ordnen. Wir können natürlich Kommentare angeben und die ganzen Sachen zuordnen. Aber ab einer gewissen Größe macht es schon Sinn, die Konten voneinander zu trennen. Also ich sage mal, 10 Systeme auf einem Konto laufen zu lassen, ist noch okay, das kann man noch gut handeln. Aber alles Weitere würde ich dann mal aufteilen auf weitere Konten. Kostet uns im Endeffekt ja auch nichts. Also wir können den MetaTrader ja auch öfters installieren, auch auf einem Computer. Und die Kontoeröffnung oder der Besitz der Konten an sich generiert ja auch keine Gebühren. So, bezüglich der Skripte, da hat der Teilnehmer jetzt nochmal im Detail geschrieben, was gemeint ist. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Genau, ich gucke mal kurz nach. Kontomonitoring. Genau, was nutzen wir da für Skripte? Wir haben ja selbst intern quasi einen kleinen Trading Desk im Büro, wo wir sämtliche Systeme, die wir entwickelt haben oder noch entwickeln, wo halt das alles überwacht wird. Und dann nutzen wir halt Techniken, zum Teil selbst entwickelte oder zum Teil Standardfunktionen vom MetaTrader, um einfach so das, ich sag mal, das Tagesgeschäft zu überprüfen. Nehmen wir einfach mal als Beispiel den FX-Lunch. Der läuft bei uns ja auch auf einem Live-Konto und wir überprüfen halt mit jedem Trade und auch stündlich, was er so macht. Also macht er gerade das, was er machen soll, im Sinne von, ist der Drawdown, der momentan generiert ist, größer als das, was in der Vergangenheit ist? Kommen die Kurse an? Also wir prüfen halt zum Beispiel, wann kam der letzte Kurs vom Broker rein? War das 5 Sekunden her, 10 Sekunden her? Oh, es ist 15 Sekunden her, jetzt gehe ich aber meinen Alarm, weil halt einfach irgendwas passiert sein kann. Es kann natürlich sein, es ist Mitternacht und der Markt bewegt sich gerade nicht. Es kann allerdings auch sein, dass gerade so viel los ist, dass die Internetverbindung zusammengebrochen ist oder dass es irgendwelche anderen technischen Probleme gibt. Und wenn ein Algo halt lange keine Kurse bekommt, dann muss man einfach aktiv werden. Das zum einen für den Alltag, für das Alltagsgeschäft. Und zum anderen natürlich auch, um die User, die Trader zu informieren, wenn halt etwas passiert, was nicht passieren sollte. Zum Beispiel kam es einmal vor, dass das Handelssystem 2 Positionen eröffnet hatte. Haben wir halt auch die E-Mail rumgeschickt, dass das eine geschlossen werden kann und dass der Fehler in der nächsten Version behoben wird und so weiter. So, eventuell jetzt zum Abschluss, nach der ganzen Theorie, die 4 Teile, die wir hatten, könnten wir eventuell, wenn es bei dir klappt, auch ein bisschen Praxis zeigen. Könntest du da, hast du dann einen INE, den du ein bisschen zeigen könntest, einfach wie dann letztendlich das Ergebnis aussieht nach der ganzen Arbeit? Ja, gute Idee. Etwas zu viel Theorie. Ich gucke mal kurz nach, was ich zeigen kann. So,
Schauen wir mal auf ein System, was wir hier haben. So, einen Moment. Genau, hier passt das ganz gut. Wir hatten hier, wir sehen hier gerade in der Übersicht ein Chart vom Euro-Dollar, eine Stundenbasis, wo wir den oder eine abgewandelte Version von einem System, was wir momentan entwickeln, getestet haben. Es gibt halt hier im MetaTrader die Option visuellen Backtest. Das ist ganz hilfreich, wenn man halt wirklich nur in der Theorie steckt und sich irgendwelche Formeln zusammenbaut, wann halt ein Indikator eingehen soll, wann eine Position öffnen soll oder schließen soll. Kann man das natürlich programmieren. Backtest sieht halt oben, es funktioniert nicht. Und dann haben wir halt die Option für einen visuellen Backtest. Das bedeutet, wir können also im Backtest ein Häkchen setzen. Wir können ja hier oben den Strategietester. Und dann haben wir unten die Option visuellen Modus. Wenn wir den aktivieren und ein System durchlaufen lassen, dann sehen wir wirklich historisch, wie halt die Kurse aufgebaut werden. Wir können hier noch die Geschwindigkeit eingeben und sagen, die Candles sollen ganz schnell abgespielt werden oder sie sollen quasi in Echtzeit abgespielt werden. Und dann sehen wir halt sämtliche Aktivitäten von dem EA momentan. Wir sehen halt hier zum Beispiel, da wo meine Maus ist, hier am 2.5.2006 hatte das System halt hier immer wieder Orders an den Markt gelegt, wurden nicht ausgeführt, hat die Order immer weitergezogen. Und dann gab es irgendwann eine Ausführung. Das war sogar ein Verlusttrade. Hier sind wir halt short gegangen, hier oben Wert gestellt und so weiter. Wofür ist es hilfreich? Ist natürlich ganz schön, wenn man einfach mal sieht, funktioniert das, was man programmiert hat, oder funktioniert es an sich nicht, um einfach die Strategie zu entwickeln. Allein durch den Backtest an sich sehen wir natürlich nichts. Und um ein kleines Gefühl dafür zu geben, wie das in etwa aussieht, nehme ich einfach mal jetzt den FX-Lunch, um mal zu zeigen, wie der Backtest an sich funktioniert. Ich nehme jetzt mal keinen großen Zeitraum beim Anfang des Jahres und lasse den Haken beim visuellen Modus. Und dann müssten wir gleich quasi live sehen, wie der Backtest durchläuft mit historischen Daten. Das dauert immer erstmal einen kurzen Moment, weil die historischen Daten vom Server geladen werden. Müsste auch gleich losgehen. So, da sehen wir es ganz schnell. Ich mache es etwas langsamer. So, wir sehen also hier, der Markt ist jetzt im Januar 2016, etwas länger her. Und hier unten habe ich den Regler, um die Geschwindigkeit einzustellen. Je nachdem, je weiter nach rechts ich ihn verschiebe, desto schneller geht der Kurs oben durch. Wir sehen es, dass der Kurs sich drüben etwas bewegt, hoch und runter springt. Und wir sehen auch jede Aktion. Sprich, jetzt hat er gerade eine Long-Position eingegangen. Das sehen wir an der grünen Linie. Der Markt steigt. Das ist natürlich soweit schön. Jetzt hat er den Stopp nachgezogen. Dann können wir natürlich auch den Backtest wiederum stoppen und uns das genauer analysieren. So läuft dann eigentlich ein Backtest ab. Sprich, er holt sich historische Daten, verarbeitet die und tut so, als ob die historischen Daten jetzt reinkommen. Wenn wir mit dem Backtest fertig sind, haben wir halt hier unten im MetaTrader noch eine Ereignisliste. Da sehen wir nochmal in einer kleinen Übersicht, wann ist er welche Position eingegangen, zu welchem Preis, wo lag der Stopp, wieder die Position geschlossen und so weiter. Hier im Diagramm würden wir dann die gesamte Performance sehen, wenn er fertig ist. Und im Bericht sieht man momentan nichts, aber dort werden dann die ganzen Kennzahlen wie durchschnittlicher Gewinn, größter Verlust, maximaler Drawdown und so weiter. Zum Drawdown gibt es auch im Chat eine interessante Frage. Und zwar, wenn der Drawdown dann in der Zukunft dann größer ist als im Backtest, ob dann da eine Optimierung stattfindet oder wird das System dann erstmal wieder gestoppt? Die Frage ist ziemlich gut und auch sehr interessant. Die perfekte Antwort darauf gibt es auf jeden Fall nicht. Wie wir vorgehen,
Beispielsweise beim FX Launch, da waren wir, glaube ich, historisch bei einem maximalen Drawdown von 5-6%. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Wenn wir an diesem Punkt ankommen bei 5-6%, dann beenden wir erstmal nicht sofort den Handel, sondern wir gucken einfach, woran liegt es. Es kann natürlich sein, dass wir gerade einfach eine extreme Situation haben. Es könnte natürlich sein, dass jetzt sowas vorkommt wie mit der Schweizer Notenbank, wo einfach mal der Kurs extrem fällt und wir deswegen vielleicht den großen Stopp mitnehmen oder der Stopp teurer ist, als wir ihn jemals erwartet hätten. Dann hätten wir natürlich in dem Moment einen Drawdown von, vielleicht 20% oder 30%. In solchem Fall liegt es nicht an der Logik an sich. Da muss man sich auf jeden Fall überlegen, wie geht man in Zukunft mit sowas um? Kann man sowas abfangen oder nicht? Wenn solche extreme Ereignisse aber nicht eintreten, dann gucken wir uns einfach den Markt genau an und analysieren ihn auch automatisiert und gucken, wieso ist es momentan so. Also wie sind die Markteigenschaften? Haben wir gerade überdurchschnittliche hohe Volatilität? Ist gerade die politische Lage so extrem und so weiter? Was wir in dem Fall machen, wenn wir also beispielsweise beim FX-Launch jetzt bei 10% wären, ist auf jeden Fall die Info rauszugeben oder auch schon vorher, dass wir gerade in der Situation sind. Und wir intern würden dann auf jeden Fall das Volumen verringern. Wir würden den Handel nicht komplett deaktivieren, aber das Volumen verringern, um noch zu sehen, wie das System an sich live läuft und würden dann gucken, wie gesagt, wieso war das so und was können wir in der Zukunft ändern, um nicht mehr gegen diese Marktphase so sehr ausgesetzt zu sein, ohne natürlich das Curve-Fitting an sich zu betreiben, was ich vorhin erwähnt hatte. Mhm. Genau, dann ist noch die Frage. Genau, mit den historischen Daten. Benutzt ihr ausschließlich von dem Broker die Daten oder habt ihr eine Quelle, wo ihr wirklich sehr lange Historie dann bekommt und diese dann nutzt? Genau, die historischen Daten an sich gibt es da wirklich im MetaTrader, die kann man sich oben bei Extras Historiendatenbank dann herunterladen, dann wählt man hier einfach das Asset aus, das Zeitfenster und dann lädt man sich die herunter. So für die normale Entwicklung ganz interessant, aber wirklich saubere historische Daten, sprich jeden Tick, also jeden Umsatz, der auf der Welt für ein Asset passiert ist, das sind die wirklichen, ich sag mal, professionellen Daten. Die kaufen wir uns da ein, die sind leider preislich weit, weit entfernt von dem, was man sich als privater Hobbytrader wirklich anschaffen möchte. Da gehen also die Preise jährlich bei den Updates in etwa bei 100, 120.000 Euro los. Ist einfach ein gigantischer Datenaufwand. Also wirklich von jedem Asset auf der Welt jeden Preis zu haben, ist auch technisch ein großer Aufwand, die Daten zu halten, zu pflegen und auch zu nutzen. Okay. Also erstmal sind keine weiteren Fragen gekommen. Wir haben noch ein paar Minuten. Ansonsten eventuell habt so ein kleines, so ein kleiner Vorschau, habt ihr denn gerade neue Projekte in der Entwicklung, wo du eventuell was zu sagen kannst, natürlich nicht im Detail, aber einfach so ein bisschen kleiner Vorgeschmack. Ja, auf jeden Fall. Wir haben in der Vergangenheit auf jeden Fall ziemlich oft die Frage erhalten, ob wir noch weitere Systeme an sich anbieten, weil das Interesse ziemlich groß ist und auch das Feedback vom FX-Launch ziemlich gut ist. Wir haben momentan Systeme in der Entwicklung, die werden auch ziemlich zeitnah auch online gehen. Das sind zwei Systeme für den US-Dollar-Yen und ein System für den australischen Dollar gegen den US-Dollar. Etwas langfristiger orientiert, also basieren beide auf 4-Stunden-Charts, um auch so ein bisschen den Usern die Möglichkeit zu geben, den Portfolio-Ansatz zu fahren, dass sie also nicht nur eine Strategie haben für ein Asset, sondern auch noch weitere Assets, sondern auch weitere Zeitfenster. Das wird demnächst noch kommen. Ansonsten sind wir auch noch im November auf der World of Trading. Dort haben wir auch noch zwei Seminare. Ich glaube, die Anmeldung ist noch gar nicht offiziell oder das Programm ist noch gar nicht online, aber müsste auch demnächst online gehen. Ich denke mal, Sie werden ja wahrscheinlich alle auf der World of Trading sein, um auch FX vielleicht zu besuchen. Deswegen würde sich auch der Besuch bei uns lohnen. Ansonsten planen wir natürlich auch noch zwei ganz andere Projekte, auch im Bereich Trading.
was ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, Selbstoptimierung oder die Erarbeitung der Disziplin im Trading-Bereich angeht. Ist noch nichts Offizielles, aber wird auch zum Ende des Jahres im Bereich Oktober, November, wenn auch noch zwei Projekte online gehen. Eins, was auch völlig analog ist und fernab von dem modernen technischen, ja, kann ich noch nicht weiter was zu sagen, aber auf jeden Fall ganz interessant, um wirklich mal Punkte anzugehen, die wirklich interessant sind beim Trading, nämlich die Psyche und die Disziplin und nicht nur die Strategien oder die bunten Indikatoren. Sehr gut. Also noch ganz viele neue Sachen, die dann auf die Teilnehmer noch zukommen. Es sind keine weiteren Fragen reingekommen. Wir sind auch mit der Zeit aber gut durchgekommen. Von daher bedanke ich mich natürlich sehr herzlich bei dir für die interessante Webinarreihe. Ich denke mal, das war auch nicht das letzte Webinar, was wir dann zusammen machen. Ich bedanke mich auch natürlich für die Teilnehmer, die alle sehr zahlreich erschienen sind, und wünsche noch einen schönen Abend meinerseits, und ja, David, du hast das letzte Wort. Ja, von mir auch vielen Dank auf jeden Fall für die gemeinsame Webinarreihe und auch vielen Dank an alle Zuhörer. Ja, das Thema oder die Webinarreihe an sich war natürlich nicht so einfach, weil das Thema ziemlich exotisch ist oder auch komplex ist. Trading an sich ist ja schon komplex, sage ich auch zu oft. Und dann noch die Programmierung dazu. Das sind natürlich zwei Themen, die einen ja, erstmal ins Schwitzen bringen. Von daher finde ich es wirklich klasse, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Ja, wir bleiben auf jeden Fall am Ball, wollen weiterhin das Thema Algo-Trading in Deutschland noch etwas breiter aufstellen und wollen es auch so ein bisschen aus dieser schwarzen Schmuddelecke rausholen, von diesen 1000%-Systemen und so weiter. Ja, von daher nochmals vielen Dank, und ich bin mir sicher, wir hören bald wieder voneinander. Tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss.